So, jetzt sollen wir live sein und eventuell hört man uns auch. Einmal bitte einen Test. Robin, sag du mal was. Test 1, 2, 3, Robin. Funktioniert wunderbar. Das heißt, ich kann hier gleich die Aufnahme starten. Für alle, die jetzt hier zuschauen und uns hier schon mitbekommen, wir zeichnen hier gleich das Quiz auf für unseren aktuellen Podcast. Und da könnt ihr, wenn wir einen Joker brauchen, im Chat gerne mitmachen und uns helfen, aber nur, wenn wir auch den Joker ziehen. Rest wird uns gleich Wolfgang erklären. Ich starte hier nochmal die Aufnahme. Die läuft, die anderen drei Aufnahmen laufen auch, das sieht gut aus. Ja, dann versuche ich mal einzuleiten zu dem Quiz. Ja, Anfang November. Und was heißt der Anfang eines Monats? Er heißt meistens etwas Gutes oder zumindest etwas Schwieriges oder etwas Unverständliches. Nein. Es heißt, wir haben ein Quiz mit Wolfgang und werden mit aller Kraft versuchen, Höchstpunktzahlen zu erreichen. Wolfgang, hoffentlich bist du da und hast nette Fragen für uns, die wir in Sekundenschnelle beantworten können. Ja, hi, danke für die schöne Einleitung. Aber was habe ich da im letzten Quiz mit Marius gehört? Megan Fox hat euch einen Steam Key gekostet. War das so und wer bekommt ihn? Das ist korrekt, und den bekommt der Sascha. Eine Rückmeldung haben wir auch noch zu den Steam Keys. Zur Amiga-Folge gab es keine weiteren Einsendungen. Also das Paket bleibt bei uns. Die anderen Steam Keys, die man ohne Gegenleistung abgreifen kann, da melden sich immer sehr viel mehr. Aber der Sascha hatte diesmal Glück. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann willkommen zur vorletzten Ausgabe schon der Retro Mysteries Lurch 4.0 2022er Weißt Plus du, Edition. worauf ich gespannt bin, Wolfgang? Wie heißt das Ding nächstes Jahr? Das weiß ich auch noch nicht. Das wird ja Die jedes Jahr schlimmer. Extended Edition. Es muss wieder kürzer werden. Kurzquiz Naja. mit Wolfgang. Gut. Ja, die Regeln sind wie immer noch einfach. Ich habe für euch 13 Multiple-Choice-Fragen ausgedacht und drei Audiodateien rausgepickt, damit ihr auf die maximalen 22 Punkte kommen könnt. Als Hilfe dürft ihr neben einem allgemeinen Chat-Joker zusätzlich einmalig eine einzelne Person aus dem Chat als Experte zu Rate ziehen. Und Haben ja, wir die wir. 50-50 nicht mehr oder gab es die nie? Gibt es schon lange nicht mehr. Ach Gott, ich versuche es immer wieder, Leute, aber er fällt nicht drauf rein. Oh Ja, wir müssen Gott. das Quiz auch tatsächlich spielen, denn in der letzten Runde hat das Orakel Robin sich ja um einen Punkt vertan. Das müssen wir schneiden, das war, glaube ich, Quatsch. Das weiß ich nicht, ob das Quatsch war. Ich kann mich nicht dran erinnern. Weiß es auch nicht mehr. Setz einfach nochmal ein, ist egal. Okay, dann hört euch mal in Ruhe die erste Frage an. Ihr dürft gerne diskutieren. Am Ende müsst ihr euch nur gemeinsam auf eine der vier Antwortmöglichkeiten einigen. Frage Nummer 1 lautet: Welche Rolle übernimmt man in King's Quest 6? Ist das Earl Patrick, King Arne, Prinz Alexander oder Comtesse Miriam? Ich glaube, Prinz Alexander. Ja. Es war das Jahr 92, oder? Da haben wir doch gerade was gemacht. Nee, King's Quest Nee, 6 ah, nee. ist. Das war. Nee, Prinz Alexander, stimmt, meine ich, ja. ja. Aber war das nicht King's Quest 6 in dem Jahr? Bin ich jetzt da völlig falsch? Nee, der. Ach doch, kann Doch, das sein. war Teil Hast 6. recht, Da haben wir ja. gerade drüber geredet. Das ist schon wieder 2 Wochen her, die Aufzeichnung. Alles Ach, gut, alles. stimmt, ja. 1990 war der fünfte und 1992 der sechste, Genau, stimmt. da war was. Ich würde euch zustimmen, auch wenn ich es nicht weiß. Dann nehmen wir den Prinz Alexander und sagen, das ist korrekt. Frage Nummer 2. Welche Waffe kann Ritter Arthur in Ghosts 'n Goblins neben Lanze, Feuerfackel, Schwert und Schild nutzen? Armbrust, Beil, Keule oder Schleuder? Das War Beil. das, ja, war das keine Keule? Nee, ne? Ich bin gerade Ich bin etwas, jetzt auch ein bisschen ich unsicher, war weil eben, ich bei Ghouls and Ghosts bin ich ganz sicher, dass es ein Beil gibt. ich weiß nicht, warum ich jetzt bei der Keule war, kurz. Das kann aber auch eine komplett falsche Verknüpfung sein. Welches Spiel meinst du? Du meinst nicht Ghouls and Goblins, ne? Ghosts and Goblins hat er, Hat er ja. gesagt, da war das so eine Keule, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Oh Gott, ist das traurig, wenn es auch.
Kannst du noch einmal die vier Möglichkeiten sagen? Gerne. Armbrust, Beil, Keule und Schleuder. Ich meine immer noch, dass es ein Beil ist. Aber ich mache mich irren, bei großen Goblins habe ich nicht so gerne gespielt. Das ist eine gute Frage. Ich bin raus. Wir haben es alle gespielt. Schon mal eine Folge vom Angry Video Game Nerd, wo er sich eine Armbrust holt und dann fürchterlich drüber ärgert oder irgendeine spezielle Waffe, die gut klingt, aber ich weiß nicht, welche das war. Es war irgendeine Waffe, war scheiße, weil man damit nicht mehr richtig spielen konnte. Ich meine, das ist da, ja nee, das ist was anderes, das ist diese komische Wurfbombe. Aber er hat doch auch, Bernhard recht, hat er nicht mit einer Armbrust geschossen irgendwann? Oder war das die Nachfolger? Oh Gott, jetzt bringen wir es alle raus, scheiße. Ich kann mich nicht an eine Armbrust erinnern. Das ist die Wurf, dass dieses kurze Feuerbömpchen war, ja. Nochmal bitte, Wolfgang, das ist jetzt wieder peinlich langsam. Ich stelle auch nochmal die Frage vor, weil da könnt ihr auch nochmal was auftauchen, was ihr schon besprochen habt. Welche Waffe kann Ritter Arthur in Ghost and Goblins neben Lanze, Feuerfackel, Schwert und Schild nutzen? Die Armbrust, das Beil, die Keule oder die Schleuder? Ich bin der Meinung, er hat eine Axt geschleudert, aber das wäre ein Beil. Ja, das ist ein Beil, das meinte ich nämlich auch. Ist eine Axt, die geht so ein bisschen schräg hoch immer. Ist eine Axt ein Beil? Ja. Ach so. Dann nehmen wir ein Beil. Also ich weiß, bin den Worten komisch. Beil war für mich irgendwie eine andere Form. Aber eine Axt gab's doch. Oh Gott. Ja. Axt klingt gut, ja. Naja. Weiß zwar nicht, was das was anderes ist als ein Beil. Ja, das ist wahrscheinlich wieder Mundart. Für mich war ein Beil länger als eine Axt, aber es ist völliger Blödsinn wahrscheinlich. Einfach nur in meiner Imagination. Dann locken wir das ein, Oliver, oder? Ja. Gut. Beil ist eingeloggt und ist korrekt. Yes! Super. Und das heißt auf Deutsch echt Beil? Ich hätte jetzt echt gedacht, da stand Axt. Axt ist auch ein Beil. Ein Beil ist eine Axt. Ja, ist ja gut. Haben wir das geklärt. Frage Nummer 3. Bei welchem der Titel war erstmals das EA Sports Logo auf dem Cover zu sehen? Bei FIFA International Soccer, bei PGA Tour Golf 2, bei John Madden Football oder bei NHL Hockey? Müsste NHL Hockey sein. Das ist aber natürlich eine schwere Frage. Während ihr das beantwortet, kann ich schon mal was dazu sagen. Ich habe kurz gegoogelt. Äxte sind immer schwerer als Beile und werden eher zum Fällen von Bäumen eingesetzt. Es ist nicht ein Synonym. Musste ich jetzt machen, Entschuldigung. Die Form ist dieselbe. Ja, aber es geht nicht schon. Ja. Und du weißt ja gar nicht, wie groß der Ritter ist. Vielleicht ist es nur eine Axt und kein Beil, Patrick. Ja, ist ja gut. Es ist jeweils kein Synonym. Mehr wollte ich nicht. Denk mir weiter nach, wie die nächste Frage. Ich hole mir gleich einen Krapfen, Berliner und ein Fleisch. Nee, wie heißt das andere? Ist ja auch egal. Oh, ess deine Erdäpfel und sei still. Danke. Und du dann Bräuler, Klappe. Da war ich nie. Ich habe nie einen Bräuler gegessen. Wie war jetzt die Frage? Das habe ich völlig vergessen. Das EA Sports Logo auf dem Titel, auf dem Cover hast du gesagt, ne? Auf dem Cover, das ist wichtig. Mhm. Also, was waren die Antworten? Die Antworten waren FIFA International Soccer, PGA Tour Golf 2, John Madden Football und NHL Hockey. Was kam zuerst und war es da schon drauf? Also FIFA ist FIFA 94, das ist die erste Version. Das war doch auch schon eine weiße Packung mit dem Logo. Das war schon eine weiße Packung mit der Predator-Werbung für den Schuh von Adidas. Aber NHL Hockey ist von 93. Aber da war das war aber so eine lila, also farbigere Packung. Genau, oder? Mit so einer orangenen Schrift. Aber und John Madden kam ja auch schon 92 oder 91. Aber da gab es noch keine Sportsline von Electronic Arts. Ich glaube, das haben sie erst mit Hockey aufrecht gestellt. Nee, mit Hockey, ich glaube eher mit dem Fußball. Das Hockey hatte noch, also das erste Hockey, ich meine, ist das mit der lilanen oder orangenen Schrift.
Genau, das ist das 93er. Da war okay. Kein EA-Logo drauf. Behaupte also EA einfach. Sports-Logo, darum geht es ja. Meine ich ja, 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 meine ich ja. Auf dem Cover, vor der Rückseite, ist das egal oder? Wolfgang? Cover ist Front. Okay, auf der Front war nach meiner Meinung definitiv kein EA Sports-Logo drauf. Bei FIFA war definitiv eins drauf, zumindest behaupte ich es mal. Bei NBA weiß ich es nicht, das müsste Robin wissen. Auch das weiß ich nicht, nein. Und was war das älteste? Also wenn wir mal davon ausgehen, dass es irgendwann eingeführt worden ist, wäre bei NHL nicht drauf. Was kam nach NHL? FIFA? FIFA ist 94. Das müsste dann FIFA sein. Das kam ja zu Fußball-WM. Und da war doch eins drauf. Da bin ich mir sicher. Das ist ja auch in so einem Universal... Standard-Cover. Genau, das ist dieser weiße Überschub über den schwarzen Electronic Arts Karton. Aber das hat eigentlich auch schon NHL-Hockey. Das ist dann halt nur lila. Aber da, das Logo würde man doch erkennen. Oh, also ich habe Packungen ja immer ganz gut vorm Auge durch diesen scheiß Verleih. Und ich bin der Meinung, dass ich da das noch nicht mit dem Sports gelesen habe. Aber auch das ist Jahre her, also Gottes Willen. Ich bin mir sicher, dass wir das bei NHL schon hatten. Weil das war, glaube ich, der Start für diese universelle Reihe, wo im Prinzip jeder Sport hat. Ab 96, würde ich sagen, oder 95. Nicht bei dem ersten. Okay, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es bei NHL-Hockey schon dabei war. Okay, dann müssen wir abstimmen. Also ich kann euch nicht helfen. Ich habe noch nie ein EA-Sports-Spiel gespielt. Also ich bin der Meinung, bei NHL war es später drauf. Das Problem ist, dass es NHL-Hockey ja zwei Versionen gibt. Sozusagen die Mega Drive-Version, die heißt ja dann NHL... Ich denke jetzt natürlich nur wieder an die PC-Fassung. Ja, und die PC-Fassung hat, glaube ich, dieses Logo schon drauf. Nein. Na gut. Ich überlege gerade. Ja, solltest du. Ja, tue ich auch. Ich bin der Meinung, da habe ich noch. Aber ich weiß, dass das Logo. Doch, du kannst. Im Intro kam es schon. Du hast recht. Nee, du hast recht. Das Logo muss mit drauf sein. Nee, du hast recht. NHL-Hockey war für EA extrem wichtig, weil das in meinen Augen der Startpunkt war, um alle Sportarten zu decken. Aber nicht bei der Mega Drive-Fassung dann, oder? Nein. Mega Drive ist was ganz anderes. Das ist ja auch ein anderes. Aber die haben ja schon vorher begonnen. Ich weiß nicht, ist glaube ich 93 und dann kam. Nee, dann kann es bei NHL noch sein und. PC-Fassung, denke ich, ist es bei NHL. Das ist 92 oder 93 dann. Oder was? NHL-Hockey ist 93 oder 94, was habe ich jetzt gesagt? 93. 94 kam FIFA. Und was waren die anderen beiden? Jetzt müssen wir doch nochmal weiter gucken. Mist. Und was ist bei einer späteren Madden-Version gekommen ist? Weil das aber Madden heißt dann ja doch irgendwann Madden. Und ich glaube, Madden heißt dann, ich glaube, ab Madden 95 heißt Madden 95 mit einer Jahreszahl. Madden hieß schon vorher. Nee, da heißt dann John Madden 2 und das ist dann ein anderer Karton. Ich bin der Meinung, 93 hatte da auch die Jahreszahl schon drauf, aber da stand nichts bei damit. Madden, nein. Ab NHL-Hockey gibt es Jahreszahlen, meiner Meinung nach. 93 ist Madden doch auch dann. Ja, aber da gibt's. Okay, gut. Also aber das hilft ja auch nicht. Meine Meinung ist, NHL-Hockey ist das erste Spiel, was ein EA Sports-Logo bekommen hat. Weil ab da irgendwann gesagt wurde, wir machen sozusagen eine eigene Sparte. Es geht ausschließlich um PC-Fassung, Wolfgang. Nein, habe ich nicht gesagt. Ach, okay. Aber jetzt wird es ja noch fieser, weil das John Madden 93 ist ja dasselbe Jahr wie das NHL 93. Müssen wir jetzt wissen, welches da. Nein, das ist aber 92 rausgekommen. Muss ja immer ein Jahr zurückgehen. Und John Madden hatte dann noch kein, also auf dem Mega Drive. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ein EA Sports Logo gab. Ich schon. Na gut. Aber dann, wie gesagt, es ist. Dann stimme ich Patrick zu, dann ist es einfacher. Wir brauchen jetzt und was war das vierte? PGA Tour Golf 2. Da weiß ich nicht, wann es erschienen ist, da habe ich keine Ahnung. Ich glaube, das ist 94 erschienen. Was sagt denn Bernhard? Kann das Madden schon ein EA Sports gewesen sein? Ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also, das ist auch jenseits von meinem Kompetenzbereich, muss ich ehrlich sagen. Madden ist halt das, was so bekannter war für mich gefühlt, weil es halt schon länger die Serie gab. Und die Serie ist ja sehr beliebt außerhalb Deutschlands, sag ich mal, oder außerhalb. Aber dann hieß es John Madden mit einer Zahl. Und das ist 93. Nicht. Ich habe das Cover im Kopf. Da stand die Jahreszahl drauf. Das weiß ich ziemlich sicher. Okay. Aber ich weiß halt nicht, ob da ein EA-Sports-Logo drauf war. Das vermute ich nur. Aber ich bin der Meinung, auf dem Cover stand 93 drauf, weil ich habe öfter gehört, es sollte von John Madden 93 geredet haben. Das macht man ja nicht, wenn da eine 2 draufsteht. Okay. Aber ich will jetzt auch nicht hier irgendwie
den Kopf riskieren. Ich kann da zwar zu nichts zu sagen, aber mir kommt das alles sehr früh vor. Ja, aber ich dachte halt, dass sie bei dem Madden, dass das halt wirklich. Ich so gebe nach, ich, dann lass uns, dann lass uns nicht, das du Madden. Du musst nicht nachgeben, es kann doch, ja, wir können es auch an Chat weitergeben. Ich kann mich nicht an Madden 93 erinnern, einfach Punkt. Ich kann mich daran nicht erinnern. Für mich ist Mega Drive zu der Zeit eine Sonic-Konsole gewesen und mal beim Freund Kumpel gespielt. Und also ich würde mal behaupten, es wäre fatal, das an den Chat zu geben, selbst wenn ihr es nicht genau wisst, weil das ist eine Frage. Das wäre extremer Zufall, dass das jemand weiß. Also ich bin der Meinung, dass ich auf einem Mega Drive-Spiel die Zahl 93 gelesen habe. So. Gut, dann wäre es wahrscheinlich dann, also da bin ich raus, aber dann wäre es wahrscheinlich mit den Zahlen kam das EA Sports. Das war ja die Vermutung von dir. Deswegen würde ich dann behaupten, Madden. Okay, dann machen wir Madden. Mir ist das gleich. Ich habe nicht keinerlei Bindung. Wenn nicht, halte ich jetzt die Klappe. Ach Quatsch, das tust du doch sowieso nicht. Ich werde mich bemühen. Ist egal, wir riskieren meinen Kopf. Okay, wir loggen John Madden Football ein und du hast das ja im ersten Satz direkt richtig zusammengefasst. Was ist das älteste Spiel und wo war auch das Logo drauf? Fangen wir mal mit den Jahreszahlen an. FIFA International Soccer erschien Ende 93 für Mega Drive erstmals. Und hatte das Logo? Nein. PGA Tour, es hatte das Logo, das ist richtig, aber etwas früher dran war PGA Tour Golf 2. Auf dem Mega Drive 1992. Das hatte erstmals ein fettes EA Sports Logo. Ja, Madden gab es schon 89 für DOS und C64, auch ohne Jahreszahl und ohne Logo. Dauerte auch, bis das kam. Und NHL Hockey ging auch erst 94 mit dem Logo in den Verkauf. Also richtige Antwort ist PGA Tour Golf 2. Und Madden hatte aber 93 das Logo schon drauf. Das war ja nur meine Behauptung. Das PGA hatte ich ja außen vor gelassen, weil ich es nicht wusste. So, das google ich jetzt mal. Das ist mir zu blöd. Also ich bin der Meinung, Madden 93 hatte das Logo drauf. Ich google jetzt auch. Nein, es war noch ein EASN-Logo. Ich habe es hier als Cover. Oh, nein, da steht EA Sports drüber. Ich habe es hier. Für Mega Drive steht oben dick drüber EA Sports. Aber es ist 93. Das ist dann so oder so uninteressant. Das habe ich ja behauptet, 93. Ja, klar. Aber das wäre dann 92 mit dem PGA-Tour. Alles gut, das habe ich ja. Das meine ich nicht. Ich wollte jetzt nur wissen, ob meine Erinnerung an das Cover richtig ist und die ist richtig. Aber ich wusste nicht, dass das PGA Tour 2 von 92 ist. Das wusste ich nicht. Gut, dann war unsere Herleitung nicht schlecht, aber wir haben das PGA vergessen. Obwohl, soll man da auch das Jahr wissen? Aber die Super Nintendo-Fassung vom NHL PA Hockey hat auch schon EA Sports Logo oben drauf. Ja, ist viel früher als wir dachten. Okay, NHL PA war ja auch nicht in der Auswahl. Alles klar. Knifflige Frage, aber ja. Okay. Gehen wir mal zu Frage Nummer 4. Der Held Ruff Rogers aus dem Run-and-Gun-Hit auf dem Amiga Rough and Tumble von Renegade ist 8 Jahre alt, gekennzeichnet durch einen Schnauzbart, geht am Stock oder trägt Windeln. Das kann nur das erste sein, weil der Rest, der passt nicht. Also ich bin Schnauzbart. Raus. Genau, nee. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ernsthaft? Okay, also wir wissen nicht, ob er drunter Windeln trägt, aber... Das weiß vielleicht Wolfgang. Nein, ich bin da raus, wenn ihr da sicher seid. Nein, also die anderen Sachen, die passen überhaupt nicht. Ach, Schnauzbart, erkennt man das auf dem Jörg? Erkennt man, ne? Jo. Nein, das ist ein Kind. Ach so. Also was er nicht hat, weil ich weiß die Frage. Ja, genau. Ach so, okay. Die Frage war schon, was er ist, aber die anderen drei Sachen passen nicht. Die drei? Ja, ich bin jetzt gerade irgendwie verwirrt. Aber es passen immer drei Sachen nicht bei dem Quiz, Patrick. Okay. Und die Hauptfigur ist ein Kind? Ja. Okay. Also 8 Jahre alt. Genau. Ist korrekt. Yeah! Ich dachte, ihr wolltet Schnauzbart nehmen. Das habe ich nicht verstanden. Alles gut. Frage Nummer 5. Was war denn das erste Rennspiel mit SVGA-Spielgrafik? War High das? Octane. Fatal Racing? Nee. Ah, ist High Octane dabei. Ist es Grand Prix 2?
IndyCar Racing 2, NASCAR Racing oder Need for Speed Special Edition? In VGA meinst du? SVGA. Oh, das ist also eine gute Frage. Ja, IndyCar Racing 2 hat einen SVGA-Modus. Ich kann es bloß gerade zeitlich nicht einschätzen, ob es 93 ist oder 94. Need for Speed 2 Special Edition hat natürlich einen SVGA-Modus, weil es auch eine 3DFX-Variante gibt. Und ist die Frage, ob von wann das ist. Von wann ist denn Need for Speed 1 und wann ist Need for Speed 2? Ist das 92? Ist die Special Edition oder das normale? Special Edition ist ja später rausgekommen. Das war später, viel später, 95, 96 oder noch später. Ja, die Dings ist ja auch später rausgekommen, die die 3DFX. Also nee, die 3DO ist von, darauf ist sie entwickelt worden, ja, der richtig. Erste Teil, das muss also später sein. Also ich würde sagen, das ist 96 oder 97, nicht für Speed 2. Okay, und meine Meinung ist, dass IndyCar Racing 2 müsste von 94 oder spätestens 95 sein. Da bin ich raus, glaube ich. Und sagst du mir die anderen beiden, das war? Grand Prix 2? Nein, definitiv kein SVGA-Modus. Und NASCAR Racing. NASCAR Racing 1? Oh, gab es das mit Patch? Also IndyCar muss aber vor Dings gewesen sein, ja, vor Need for Speed. Ja. IndyCar Racing 2 weiß ich nicht, aber NASCAR Racing ist natürlich. Hatte die CD-ROM-Version eine SVGA-Fassung? Das ist, glaube ich, ist das 94. Sie fragen, von wann das ist. Es wird SVGA ja gehabt haben. Aber also es ist ja beides dieselbe Programmierfirma. Es ist beides Papyrus. Sowohl NASCAR Racing als auch IndyCar Racing 2. Von wann sagtest du, ist NASCAR ungefähr? NASCAR Racing, der grüne Karton. Das muss auch Mitte der 90er gewesen sein. 93 oder 94. 93. Und das hatte doch ich SVGA. Weiß es nicht mehr. Ah, doch. Also IndyCar Racing 2 hat auf jeden Fall ein SVGA-Modus. Aber das ist ja neuer als das NASCAR. Ich glaube, IndyCar Racing 1. Ja, doch zwei NASCAR gesagt, bin ich jetzt. Ja, ich wollte nur die Reihenfolge sagen. IndyCar Racing 1, NASCAR Racing, IndyCar Racing 2 müsste die Reihenfolge sein. Dann wäre NASCAR Racing der ältere. Außer das andere. Das eine schießt du ja aus, ne? Mit den anderen. Grand Prix 2 hat keinen SVGA-Modus, nein. Dann tendiere ich zumindest zu NASCAR, aber auch das heißt nichts. Ach, warte mal, Grand Prix 2. Oh, jetzt verdrehe ich gerade die Teile. Bei den Teil kenne ich jetzt nicht. Oh, warte mal, wann ist denn der erste Teil? Den hatten wir bei... Ist das der grüne, der zweite, oder der... Der erste war ja noch auf dem Amiga und der grüne ist der... Der rote war der erste, oder der grüne? Der grüne war der zweite, glaube ich. Der müsste... Von wann ist der? Der erste Teil... Nicht 93? Oder so? Ich würde sogar 92. Nee, 92? Ich würde sogar später sagen, aber. Der erste? Nee, der zweite. Der zweite ist der zweite Teil ist 95 später. Oder sowas. Nee, den würde ich nicht so spät einsortieren. Doch, der zweite, ja. Der erste war. Gut, also wenn er 95 wäre, dann wäre er immer noch IndyCar Racing 2 oder NASCAR Racing. Und bei NASCAR Racing weiß ich es tatsächlich nicht mehr. Da bin ich der Meinung, das hatte einen Modus, weil da gab es irgendeine Demo oder irgendeiner hat das mal vorgeführt, früher bei uns in der. Im Verleih, das man erzählt, aber das ist so lange her. Also Tendenz habe ich dahin, aber Rennexperten sagt was. Also ich kann mich nur an IndyCar Racing 2 erinnern. Bei NASCAR kann ich mich nicht an SVGA erinnern. Das ist ja sogar auf Disketten rausgekommen. 640 für 80 wäre da ein bisschen... Ich denke, die haben alle Rennspiele so schnell sie konnten hochgedreht. Naja, muss ja auch Hardware dafür haben. Nützt ja nichts, dass du die Grafik hochtest. Aber NASCAR war ja Mitte der 90er auch. 94 oder 95 haben wir ja gesagt. Oder 93, 94, ich weiß es nicht mehr. Also ich bin der Meinung, NASCAR hat den... Wir reden jetzt von NASCAR 1, ne? Ja, genau, der grüne Karton. Und NASCAR 2 hat ja definitiv VGA. Einen weißen Karton. Und das IndyCar Racing 2 hat definitiv einen SVGA-Modus. Ich glaube NASCAR nicht. Ich bin der Meinung, NASCAR hatte das. Ich bin aber auch da wieder. Ich war ja eben schon. Wahrscheinlich ist dann wieder ein ganz anderer Titel, so wie eben. Ich wollte mich schon wieder daran drängeln. Also ich wäre gefühlt für NASCAR, aber
Ich komme mit den Jahren vielleicht durcheinander, ich weiß es nicht. Ist mir egal. Oliver, du kannst entscheiden. Entscheidet ihr. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ja, deswegen sollst du entscheiden. Weil ich abseits von Arcade Racer nichts kenne. Die optimale Frage. Der einzige, der die Spiele gespielt hat, ist eigentlich Robin. Also, und ich habe die Packung ständig in der Hand gehabt. Ich bin bei Nazca stand SVRA drauf auf der Packung. Es ist beides Papyrus. Beide haben im Prinzip mit einer Engine immer weiterentwickelt. Und irgendwann haben sie den Sprung zur SVGA gemacht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es bei NASCAR Racing 1 schon SVGA-Modus gab. Aber es muss irgendwann da der Sprung gewesen sein. Das kann auch höchstens ein Jahr oder so auseinandergelegen haben. Aber in IndyCar Racing 2 ist, glaube ich, auf jeden Fall später. Also ich tendiere noch zu NASCAR, aber ich sehe überall jetzt VGA-Kleber in meinem Kopf. Das ist nicht gut. SVGA-Kleber in meinem Kopf. Das hilft auch nicht viel weiter. Wen schicken wir vor? Bernhard oder Oliver? Einer muss. Nein, ich hätte jetzt gesagt, Robin schicken wir vor, weil Robin derjenige ist, der die Sachen auch gespielt hat. Ja, aber die Packung hatten wir stundenlang in der Hand und wenn da SVJ drauf stand, ist es auch schlecht. Ja, dann entscheide du, Robin. Okay. Dann möchte ich Indica 2 nehmen. Indica Racing 2 ist eingeloggt. Aber leider falsch, denn NASCAR Racing war etwas früher dran. Na gut. Laut Virgin das erste SVGA-Rennspiel. Okay. Ich glaube, das stand auf der Packung. Aber völlig richtig, Grand Prix 2 hat keinen SVGA-Modus und Need for Speed Special Edition erschien erst 96. So spät tatsächlich, ja. Mhm. Frage Nummer 6. Wer ist ein Gott aus dem Himmel und wurde im Film zum Spiel von Christopher Lambert dargestellt? Geralt aus The Witcher, Kratos aus God of War, Raiden aus Mortal Kombat oder Taliyah aus Final Fantasy? Raiden. Ja, kein Widerspruch. Das stimmt. Frage Nummer 7. Welcher Games Workshop-Gründer und Fantasy-Autor war in Death Trap Dungeon und Eureka involviert? George R.R. Martin, Ian Livingston, Stephen King oder Terry Brooks? Ian Livingston. Genau. Das steht auch über auf dem Cover. Ian Livingston Präsenz, ja. Warten wir, ob es Widersprüche gibt. Okay, wir machen Tempo, auch das ist korrekt. Yeah, wenigstens ein netter Moment heute. Wir hätten ja Nesca nehmen können. Ja, einmal hast du recht, achtmal nicht, also ist doch gut. Ich hatte bei beiden recht, aber es hat nichts genützt, beim anderen, weil es was Älteres gab, wollen wir mal klarstellen. Man kann nicht alles in der Hand gehabt haben. Nee, war knapp. Frage Nummer 8. Mit welchem größeren Testbericht startete die ASM-Erstausgabe? Mit Defend of the Crown, mit Monty on the Run, mit Summer Games 2 oder mit Tau City? Wenn das die orangene Ausgabe war, war es Defender of the Crown, aber ich bin da auch skeptisch gerade wieder. Wann war die erste Ausgabe? 86. Ich habe die hier liegen, aber die liegt leider hinter dem Greenscreen. Ich kann nicht hingucken. Es gab eine ASM, wo links der Defender of the Crown Test angekündigt wurde. Das war die erste oder zweite Ausgabe. Oder war die erste Ausgabe grün und nicht die orangene? Oliver, weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich habe die Erstausgabe nie wirklich gelesen. Ich tippe aber auch trotz alledem auf Defender of the Crown. Ich bin zwar irgendwie so bei den vorgelesenen Titeln an so einem Punkt Monty gewesen. Wäre witziger, ne? Nein, ehrlich gesagt, Tau Ceti war ich so gedanklich. War aber auch mal auf einer ASM tatsächlich, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Riesenhaupttest war. Ich weiß halt nicht, ob die Erstausgabe jetzt grün oder. Also, die muss im. Wann ist die rausgekommen? Also, Monty on the Run kannst du knicken, das war 85. Die erste ASM-Ausgabe muss März oder Februar 86 oder April 86 irgend sowas rausgekommen sein. Das war nicht Anfang des Jahres. Und ich kann mich nicht erinnern. Nein, ich mache gerade einen Denkfehler. Die ersten ASMs waren nicht farbig, die waren noch teilweise schwarz-weiß. Scheiße, also im Cover. Die hatten oben nur den Farbrahmen. Scheiße. Das ist die Ausgabe 4 oder 5 mit Defender of the Crown.
Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Welche Möglichkeiten waren das nochmal, bitte? Die vier Antwortmöglichkeiten waren Defender of the Crown, Monty on the Run, Summer Games 2 oder Tau City. Und das hatten sie auf dem Cover, oder was? Das war der erste Testbericht. Der erste Testbericht, okay. Oh Gott. Dann ist es wahrscheinlich vielleicht doch Tau City, Oliver. Ich weiß es nicht. Also sagen wir mal so, man weiß natürlich jetzt nicht genauso von wegen, ob die da am Anfang einfach den Markt abgegriffen haben, nur halt Monty on the Run war 85 und ich meine Summer Games 2 war auch früher. Ja, aber womit haben die angefangen? Die erste Ausgabe, ne? Das ist ja das Problem. Kann ja auch sein, dass wir der ersten Ausgabe, wie du schon sagtest, einfach mal wild was zusammengesucht haben, so als so eine Art Prototyp fast schon oder sowas. Das sind heute richtig gemeine Fragen. Ja. Die sind wirklich richtig gemein. Ich sag mal so, ihr seid ja auf dem richtigen Weg. Also ihr denkt vielleicht zu kompliziert. Also wenn ihr schon wisst, dass das von 86 jetzt die Erstausgabe, dann kann man das Spiel eigentlich eventuell schon zuordnen. Also ich wäre für entweder Defender of the Crown oder Tau City. Eins von beiden. Ich wäre für Tau City. Weil Defender of the Crown weiß ich, dass es nicht in der Erstausgabe sein kann, weil die nicht farbig war. Die war orange oder grün, die Defender-Ausgabe. Deshalb kann es nicht Defender of the Crown sein. Dann lass uns Tau City nehmen. Das macht ja keinen Sinn, sonst wenn wir hier rumeiern. Es ist bekloppt, aber Defender kann es nicht sein. Das behaupte ich ganz hart, steif und fest. Nehmen wir Tau City. Und okay. Hoffen, dass Oliver gutes Bauchgefühl hatte. Diesmal setzt Patrick sich durch und diesmal bekommt er auch einen Punkt dafür. Oliver hat es vorgeschlagen, nicht ich. Also bitte zur. Ich habe nur gesagt, es ist nicht Defender of the Crown, weil die Ausgabe kenne ich und die war einfarbig im Cover. Genau, und war auch 1987. Oh, okay, das wusste ich nicht mehr. Ich hatte die jetzt auf Mitte 86 verortet. Frage Nummer 9. Der starke Amiga Psygnosis-Plattformer Leander hieß auf dem Sega Mega Drive Arthur Saga, Lancelot Legends, The Legend of Galahad oder Young Merlin Story. Legend of Galahad. Genau. Habe ich zumindest schon mal gehört. Das ist bei mir im Regal. Ich habe es gekauft. Dann glauben wir das 100%. Super. Dann Frage Nummer 10. Welcher dieser Street Fighter 2 Charaktere ist am jüngsten? Blanka? Blanka? Chun-Li? E-Honda oder Ken Masters? Inzwischen sind sie alle in Rente. Nehmen wir das Weibchen. Jo, das ist doch gedacht. Das ist immer die einfachste Antwort, ne? Ja, ja. Chun-Li. Chun-Li. Oder ist irgendeiner von den anderen geklont oder so? So quasi nur eine Woche alt? Doofe Technikfrage. Wurden die Altersangaben eingeblendet? Ja, klar. Ach, unter Scheiße. Geburtsort. Kann ich mich null. Ah, ja, genau. Hab ich nie angeguckt. Ja, und ich bin überhaupt nicht, also weil Street Fighter ist so eine Reihe, die hat mich nie interessiert von den ganzen Prüglern. Ich habe es immer wieder gespielt, aber ich habe nie auf die Altersangaben geguckt, weil die haben mich nicht interessiert. Nehmen wir Chun-Li. Hau rein. Jo. Chun-Li wurde geboren am 1. März 1968. Blanka im Februar 66, Honda November 60 und Ken Masters 65. Yeah! Dann hast du ja noch ein paar Jahre bis zur Rente. Ich zitiere das nochmal neu. Dann ist sie ja erst Mitte 50. Frage Nummer 11. In welchem der Spiele kann man keine heilige Handgranate entdecken? In Bard's Tale 3, in Ken Fodder, in Terraria oder in Worms? Bard's Tale 3. Das ist nicht britisch. Der Rest sind alles britische Spiele. Wer sich an Monty Python orientiert, ist immer Engländer. Das ist eine schöne Erklärung. Ob sie stimmt, weiß ich nicht. Klingt aber sehr plausibel. Klingt gut, ja. Finde ich auch. Bei Bard's, das ist ja eine Satire-Geschichte. Denn, ne? Da kann es ja nicht bei Bard's Tale sein. So meint ihr das jetzt. Genau. Hm. Klingt gut. Bard's Tale 3? Ja. Okay, aber auch dieses Team wollte eine kleine Hommage an Monty Python bringen und hat diese
heilige Handgranate eingebaut? Die richtige Antwort ist Fodder. Echt? Gerade die englischen Engländer, die wollen das nicht? Okay, na gut. Da war es nur eine Handgranate, schade. Die letzte Multiple-Choice-Frage für heute. Wo kann man ein Date mit April und Rose machen? Die Sims, Leisure Suit Larry 5, Love the West oder Harvest Moon? Love the West. Also April und Rose spielen da mit, definitiv. Also würde ich jetzt behaupten. Die eine war doch die vom Saloon. Die andere hat mich erschossen, glaube ich. Aber oder kennt ihr die Damen noch woanders? Nein. Nee. Also Law of the West gibt es eine April definitiv und eine Rose ist die Saloonbesitzerin, glaube ich. Hoffe ich. Wenn die Namen nicht nur also verschwimmen würden im Kopf. Okay. Nehmen wir's. Ich warte auf Widerspruch, dann nehmen wir auch gern was anderes. Das war meine Grundidee auf jeden Fall. Da spielen die mit, aber die anderen Spiele habe ich nicht gespielt teilweise. Ich habe von den Dingern nur Harvest Moon gespielt und kann mich da nicht erinnern. Was war das andere nochmal? Die Sims und Larry 5. Sims gibt es tausend Namen und Larry ja, 5, Larry 5 war keine Oh Gott, das ist gefährlich. Nee, aber April war auch bei Law of the West, bin ich mir ziemlich sicher. Robin, wir haben es doch gestreamt. Ich habe es auch gestreamt. Wie hießen die ganzen Keine Figuren? Ahnung. Ich überlege Valeri schon die ganze Zeit, aber ich glaube, auf die Namen habe ich nie geguckt. Das ist immer gemein. Ich weiß, Miss April spielt da mit. Die sagt auch einem Miss April, den baggert man sie noch an. Also April ist da 100% bei und Rose war doch die Saloonbesitzerin. Ich bin doch nicht völlig dement, oder? Oder doch? Ja, passt niemand das, ne? Ob es passt, erfahren wir später, aber ich habe auch das Gefühl, da war die Rose aus dem Saloon da, die ein bisschen aggressiver war. Ich bin mir sicher, dass die beiden Namen davor kamen, glaube ich. Das ist ein geiler Satz. Ich bin mir sicher, glaube ich. Streichen Sie einen Teil. Oder fehlt hinten noch. Ich bin mir sicher, oder ich könnte mir denken, dass vielleicht die Namen stimmen könnten. Also das kam so spontan eben. Ja, weiß ich, dass es ein Bauchgefühl hat. Ich habe das gerade erst gespielt. Ich bin der Meinung, die haben da mitgemacht. Aber ja, ich glaube es auch immer noch. Also ist alles gut. Ich habe mit April und Rose bei Law of the West gespielt. Ja, das klang so deutlich. Ich wollte es auch schon einloggen. Aber jetzt ist es eingeloggt. Und wenn die Dame auf dich geschossen hat, hast du wahrscheinlich kein Date klargemacht. Aber mit der richtigen Antwort ist das natürlich möglich. Love the West ist korrekt. Wunderbar. Das ist eines der wenigen Spiele, die ich dutzende Male gespielt habe. Das wäre jetzt oberpeinlich gewesen. Patrick ja, Becher, oder wie man sich stundenlang selbst in Frage stellen ja, kann. Ja, aber wie gesagt, das kennst du doch selber auch. Wenn man länger mal nachdenkt, desto schlimmer wird es ja dann. Ja, deswegen sollte man das nicht tun. Ich würde ja auch Robin nicht beim Autorennspiel dazwischen funken, auch wenn ich anderer Meinung bin, weil da traue ich ihm halt mehr zu als Beispiel. Deswegen manchmal schwierig. Ist ja gut ausgegangen. Ich weiß die ASM-Farben noch, ich bin glücklich. Ja, das Cover der ersten Ausgabe hatte übrigens tatsächlich so einen weißen Hintergrund. Ja, die ersten zwei, glaube ich, oder drei Ausgaben waren ganz sahen aus wie die Annoncen-Avis, auf Deutsch gesagt. Die Anfänge waren schwierig. Ja, das Ende auch. Das Ende auch, genau. Ja, wir sind bei den Audios. Glaubt ihr, das Spiel zu erkennen, könnt ihr gefahrlos beliebig viele Titel nennen. Fällt der gesuchte Name, melde ich mich sofort und schon ist euch der Punkt nicht mehr zu nehmen. Zusätzlich ist aber immer noch ein Bonuspunkt für die Nennung des Hauptcomposers bzw. einer Zusatzfrage möglich. Und wir haben noch zwei. Entschuldigung. Wir haben noch zwei Joker. Genau. Beim Bonuspunkt müsst ihr euch allerdings auf eine finale Antwort einigen. Dann bitte Audio Nummer 1. Wartet. Ja,
Das war's. Ich kenne es definitiv und ich komme noch nicht drauf. Last Ninja 2, Matt Gray. Okay. Passt. Jo. Zwei Punkte. Audio Nummer 2. Bing. Was? Echt? Richtig. Echt? Ich wollte gerade sagen, den Monty Composer Python. Weiß ich nicht. Bing? Das war Bing, ja. Oh Gott, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Und was ist die Alternativfrage, wenn wir den Composer nicht wissen? Aber Amiga war das, oder nicht? Oder PC? Das kann auch PC mit Modplayer gewesen sein, aber ich wäre nie auf Bing gekommen. Ich habe nur die PC-Version, glaube ich, hier. Also das war auf... Passt das ja überhaupt nicht, Entschuldigung. Das muss ja Reliant-Software sein. Ja, das war Reliant-Software. Dann. Was war denn die Alternative? Ist der Composer denn bekannt, Wolfgang? Der geht so. Eine Alternativfrage wäre der Untertitel. Intrigen. Sex, Intrigen und Skalpelle. Oh, Oliver, du bist Wunder. Perfekt. Das war, Intrigen wusste ich noch, den Rest hatte ich vergessen. Dass man sowas abspeichert, ne? Ja. Und dann auf so einem Cover, mein Gott. Aber diesen, das vergisst du nicht, weil nämlich normalerweise das Intro war doch dieses Weltraum-Intro. Ganz genau. Ich hab's nie gespielt, leider. Das ist auch irgendwie, beim Rauchen haben wir zusammen 15 Spiele zusammen gemischt und haben Bing gemacht. Und wer wäre der Musiker gewesen? Holger Germann. Okay, ich glaube, ich sogar der Gründer, ne? Ja. Reline. Und ich kann mich nämlich noch daran erinnern, weil ich nämlich bei Magic Bytes war und dort, ich weiß es noch hier so, der Chef von Magic Bytes hat sich bald nicht eingekriegt bei der Intro. Aber als du die Untertitel komplett merken konntest, Oliver, Wahnsinn. Ich habe die Box hier im Schrank stehen. Aber du, achso, okay. Aber nicht so, dass du sie gerade abliest. Nein. Das Glück hat man ja nur selten, dass die Sachen richtig rumstehen. Ja, dann noch den letzten Audio, bitte. Halo. Halo ist korrekt. Den Composer kenne ich nicht. Er fragt nach der Hauptfigur. Medieval Total War hat übrigens fast denselben. Das wäre fast dasselbe. Wir hatten auch schon mal fast dasselbe, denselben Soundschnipsel. Das war was anderes. Das erinnere ich mich noch. Ich glaube, Dungeon Keeper war das. Mhm. Auch sehr ähnlich. Halo. Ja, da weiß keiner den Musiker, oder? Alternativ können wir hier auch wieder den Untertitel abfragen. Das weiß ja Oliver dann. Nee, das weiß ich nicht. Ich habe Halo nicht. Ich habe zwar ein bisschen gespielt, aber ich wusste das nur, weil ich die Titelmusik oder den Soundtrack schon häufiger rauf und runter gehört habe. Aber hat der Halo einen Untertitel? Also Teil 1? Ja, natürlich hat Halo einen Untertitel. Alles hat einen Untertitel. Combat. Irgendwas mit Combat, Space Combat, nee, ich dachte, so Combat Evolved? Combat Evolved, ja. Ist das eure Antwort? Ja. Dann habt ihr volle Punktzahl bei der Okay. Wie kamst du jetzt darauf? Die PC-Box hat unter dem Combat Evolved stehen. Aber ich, wie gesagt, ich hatte nur irgendwie Combat noch im Kopf. Und das Evolved, das fiel mir eben noch ein. Wunderbar. Super, wenn wir uns so ergänzen können, kann ja nichts schieflaufen. So muss genau. Das sein. Oder der deutsche Titel auch, Kampf um die Zukunft. Oh Gott. Darauf klebe ich mir ein. So, jetzt haben wir noch zwei offene Fragen. Dafür denk dran, wir haben das bei Joker. Zwei Punkte, genau. Welche Firma gründeten 1996 Sid Meier, Brian Reynolds und Firaxis Jeff Games. Briggs
Okay. Und was zeigt das Logo? Das ist so ein so eine Feuerspirale oder was auch immer das sein soll. Genau, wie so eine... Wirbel, oder? So ein Feuerwirbel. Genau. So, ja, sieht so ein bisschen aus wie eine Galaxie, aber ja. Und was sie damit sagen wollten, wissen wir nicht. Wie kannst du beschreiben? Ja, ist perfekt beschrieben. Super. Es ist ein, ja, ein Feuerrad. Das war so ein Wortspiel aus Feuer und Achse, also Fury und Axis. Das ist ja der Firmenname. Firaxis. Stimmt, hätte man drauf kommen können, ja. Super. Die letzte Frage. Auf welche Weise kann man Amigas für Multiplayer vernetzen und nennt zwei Games, wo dies möglich ist? War das Null-Modem-Kabel? Nee, Null-Modem-Kabel. Ja. Null-Modem-Kabel. Es ging bei Siedler ging's und bei Lotus ging's. Lotus. Also bei Lotus ging es definitiv, weil da hatte man es an zwei Rechnern. Das habe ich ja letztens beim ASM-Thema gesagt. Schade, dass wir es nicht gemacht haben. Also muss es gegangen sein. Und bei, weiß nicht, auch bei Siedler oder war das nur an einem Rechner? Siedler müsste auch gegangen sein. Also ich weiß, dass es bei Populous auch ging. Stimmt. Ja, aber ist die Frage, wo wir es am sichersten sind. Also hundertprozentig bei dem Lotus aus dem Jahr 92. Genau. Da ging es bei der Chance im Testbericht drin. Da kann ich mich auch noch an dieses Bild erinnern, wo man die zwei Spieler einstellen konnte. Richtig, und dann war es entweder gesplittet oder du hattest ein Kabel und konntest es einzeln auf dem Rechner sehen. Also entweder das Lotus von 92 ist sicher und sonst müsst ihr wissen, ob wir Siedler oder Populous nehmen. Es gibt noch Flugsimulator, Microprose. Wir brauchen nur zwei. Ja, ja, gut, dann nimm doch die beiden. Stuntcar Racer, glaube ich, auch. Oder weiß ich nicht. Pro sicher. Wo sind wir uns am sichersten? Was ist sicherer, Siedler oder Populous? Wir können auch den Chat natürlich noch fragen, weil wir haben die Frage ja noch offen. Also bei Siedler bin ich mir nicht 100% sicher, weil da habe ich es nie gespielt. Bei Populous weiß ich, dass es das, glaube ich, relativ sicher zu wissen, dass es diese Option gab. Also es gab zumindest bei Stuntcar Racer einen Zweispieler-Modus, wo man eigentlich nur einen Bildschirm pro Rechner hatte. Aber... Ja. Im Zweifelsfall, warum nicht einfach mal den Joker? Wir haben ja, den Joker sowieso. Also liebe Leute im Chat, die uns jetzt hier zuschauen, zuhören, schreibt mal rein, welche Spiele euch da auffallen. Aber Null wurde im Kabel hieß das Ding, da sind wir uns ja schon mal sicher. Schreibt da gerne mal was rein, falls noch jemand da ist. Also welche Spiele konnte man mit dem Null wurde im Kabel auf dem Amiga an zwei Rechnern spielen? Welcher Lotus war denn das 92? Dritter oder zweiter? Zweiter müsste es sein. Ja. Also der Lotus von 92, worüber wir brauchen, da geht es definitiv. Ja, Inso ist da und hat keine Ahnung. Das ist aber immerhin schon mal eine Antwort. Wir warten gerne nochmal ab, ob noch jemand da ist. Ansonsten müssen wir uns auf irgendwas festlegen. Haben wir das eigentlich jemals gemacht, Robin? Ich kann mich nicht erinnern, tatsächlich. Nein, weil wir haben in der Location ja nur einen gehabt. Stimmt. Wir haben einmal Lotus gespielt. Interessant, Amiga 500 versus Amiga 600. Die Autos waren gleich schnell, das Score zählte unterschiedlich schnell hoch. Okay. Und das war das ein normales Nullmodem-Kabel oder dieses mit dem gedrehten Pin? Welche brauchte man da? Ja, du brauchst ein gekreuztes. 25 Poly-Gekreuztes, serielles gekreuztes, weil muss ja Kontakt an Kontakt gehen. Müssen wir echt mal wieder probieren. Genau, Send geht auf Receive und umgekehrt. Das müssen wir mal wieder probieren. Bei Lotus hatte ich wieder Bock drauf. Da kommt nichts mehr im Chat. Die haben alle ihre Amigas nicht verkabelt. Ja, sonst nehmen wir Lotus und Stuntcar Racer, oder? Ja, ich glaub, das genau. Sicher. Ja. Meinetwegen. Okay. Und damit seid ihr auf der sicheren Seite. Yeah. Das ist korrekt. Und waren die anderen auch alle richtig? Die Siedler glaube ich nicht tatsächlich. Das war mit zwei Mäusen konnte man das spielen. Genau. Aber Stuntcar Racer war definitiv richtig. Populous 1 und 2, Lotus 2 und 3. Ja. Das reicht ja. Da haben wir es doch irgendwie noch gerade gebogen.
Ja, dann schauen wir mal aufs Scoreboard. Heute haben wir wieder 19 von 22 Punkten. Gratulation. Danke, danke. Das Dezember-Team wird es mal wieder schwer haben, das Ergebnis zu toppen. Vorher dürfen aber wieder die Hörer mitraten und einen Steam-Key gewinnen. Schaffen sie nächstes Mal 20? Ja, oder nein? Nee, das ist nicht die Frage. Nee, ihr müsst nur die richtige Antwort an mail@retrokompott.de senden und die Frage lautet diesmal, in welchem fabelhaften Adventure von New World Computing steuert man den jungen Fuchs Riff? Spielt mit, es lohnt sich. Ja. Ja, da haben wir uns auch wieder ganz gut aus der Affäre gezogen, auch wenn so ein paar Sachen am Anfang echt wieder gemein waren. Ist, man redet sich auch im Kopf und Kragen irgendwann gefühlt. Es ist, vielleicht sollten wir einfach eine Denkbegrenzung einführen. Was wir in den ersten 30 Sekunden denken, ist es. Vielleicht klappt das besser. Ich würde mal sagen, ab 5 Minuten Diskussion gehen die Kopfkinos los. Absolut. Das fängt schon vorher an. Das fängt schon vorher an. Ich habe ja plötzlich auch überall Sticker gesehen. Also das ist passiert dann. Aber ich denke, damit können wir uns trotzdem können wir es in der Öffentlichkeit zeigen mit dem Ergebnis. Das war okay. Absolut. Es war nicht einfach. Nee, ich habe auch das Gefühl, du versuchst jedes Mal noch einen oben drauf zu legen. Ich weiß ja, ob es nur ein Gefühl ist, aber es wird wirklich schwer manchmal, aber irgendwie schaffen wir es. Danke an dich, Wolfgang, für die Vorbereitung und das Durchführen. Und wir werden mit voller Kraft im Dezember versuchen, noch einen Jahresrekord zu schaffen. Mal gucken. Ja, wir sind gespannt. Danke, ja, viel Spaß noch. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Danke, ciao. Ich muss hier einmal den Stream stoppen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei euch. Den Podcast gibt es im Laufe des Montagabends.